Gestern Abend habe ich darüber gesprochen, warum wir einen Retreat veranstalten und daran teilnehmen, um Meditation ordentlich zu lernen und auszuprobieren. Und jetzt die Frage, ja, warum meditieren wir denn überhaupt? Warum wollen wir das denn lernen? Und Meditation ist Teil eines Weges, dem immer wieder begegnet wurde mit den Worten, möglicherweise ist das ein Ausweg aus dem Leiden. Kommt in den Suttas hin und wieder vor. Was ist Leiden? Geburt ist Leiden, Alter, Krankheit, Tod, von Lieben getrennt sein, mit Unlieben vereint sein, nicht bekommen, was man gerne hätte, ist Leiden. Kurz, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Und die fünf Gruppen des Ergreifens ist unser ganzes Erleben. Ich habe heute gesagt, dass wir unser Erleben betrachten können auf unterschiedlich subtile Weise. Das sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit oder vier Aktionsgrundlagen der Achtsamkeit, Satipatthana, Körper, Gefühl, Herz und Dinge oder Gesetzmäßigkeiten. Die fünf Khandhas sind ein Werkzeug der Analyse. Wir können zum Beispiel Bewusstsein können wir nicht beobachten. Bewusstsein ist die Anwesenheit unseres Erlebens. Anwesenheit kann man nicht anschauen. Man kann nur Dinge, die anwesend sind, anschauen. Nama Rupa. Aber es ist ein Mittel der Analyse, das uns sagt, da ist nichts in unserem Erleben, was kein Leiden ist. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir es ergreifen. Und sowohl nach Paticca-Samuppada als auch nach den vier edlen Wahrheiten ist die Ursache von Leiden Begehren, Dasein wollen. Das ist Leiden auf tiefster Ebene, dieses Dasein wollen. Warum ist es Leiden? Aber philosophisch veranlagt ist, sagt man, ja, da ist diese existenzielle Lücke, dieses existenzielle Daseinsdilemma, dass wir alle das Gefühl haben, ich bin ja da. Aber wenn ich dann irgendwas vorweisen will, was ich denn bin, dann muss ich irgendwelche Dinge aufzählen. Meinen Körper, meinen Namen, meinen Status, meinen Familienstand, meine Besitztümer, meine Verwandten, meine Gedanken, meine Ansichten, meine Sinneseindrücke, die alle meins sind und daher beweisen, dass es mich irgendwie gibt. Dummerweise sind all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, schrecklich vergänglich, unbeständig. Das heißt, sie taugen nicht, mich als ewig existierendes Wesen, so wie es sich für mich anfühlt, zu beweisen. Wenn ich Bilder von früher anschaue, dann sehe ich da ganz anders aus, aber das war ich, der gleiche Ich, der ich jetzt bin. Der Körper hat sich verändert, aber das war auch ich. Aber wie kann das sein? Wir haben dieses Gefühl, das ist eben dieses Begehren, dieses Daseins wollen, was die Bedingung dafür ist, dass wir nach etwas greifen, mit dem wir uns identifizieren, mit dem wir unseren Platz finden und ja auch einen Platz einnehmen, scheinbar, und dadurch ständig einer Bedrohung von Verfall, von Altern, von Veränderung ausgesetzt sind. Und genau das ist Leiden. Und dann müssen wir wieder nachbessern und es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau das ist Leiden. Was wir uns wünschen, wäre etwas Ewiges, eine Ewigkeit. Und ich habe das bei Jean-Paul Sartre gelesen, der hat das sehr schön formuliert, dass die Ewigkeit, die wir uns wünschen, nicht bedeutet unendliche Dauer, sondern es bedeutet, endlich angekommen zu sein. Endlich die Frage, wer bin ich, was bin ich, ein für alle Mal beantwortet zu haben. Nicht ständig nachbessern zu müssen. Angekommen zu sein. Aber für diejenigen von euch, die den Schwank der Münchner im Himmel kennen, da regt sich vielleicht der Verdacht, dass es sowas gar nicht geben kann. Der Münchner im Himmel, der ist im Himmel gelandet und das war es dann auch nicht. Und der Grund dafür war sein Durst. In dem Fall der Durst nach einer Maß und Noane. Aber der Durst ist dasselbe wie unser Begehren, unser Daseinsdurst. Wie wird normalerweise versucht, damit umzugehen? Denn dass gelitten wird, haben ja auch schon andere Menschen erfahren und entdeckt, nicht nur Buddhisten, Antworten darauf zu finden.
Das eine Extrem wäre, zu versuchen, die Welt zu verstehen, entweder zu bejahen, dass es dort, die Welt ist ja das, was mich spiegelt. Die Welt ist das, wo ich meinen Platz drin habe. Die Welt ist das, wo ich der Mittelpunkt davon bin. Jeder ist der Mittelpunkt seines eigenen Universums. Ich kann diese entweder bejahen, sagen, okay, diese Welt existiert real und dadurch beweist sie, dass ich der Mittelpunkt ebenso real existiere. Das wäre der Materialismus. Ich könnte sogar sagen, das ist alles Illusion, das existiert gar nicht wirklich. Wäre auch eine Strategie, das ist die Kehrseite davon. Und das ist so der Weg des Vedanta zum Beispiel. Die Welt ist alles Illusion, das einzig Reale ist das Selbst, was diese Welt erlebt. Oder ich könnte dieses ewige Selbst versuchen zu verstehen, entweder zu finden oder abzustreiten, das wäre dann der Nihilismus, oder mit dem Überselbst, mit Gott in irgendeiner Form zu vereinigen. Das sind so die verschiedenen Strategien, die wir, ja, seit es Menschen gibt, wahrscheinlich vorfinden, in dieser oder jener Form. Das ist das Besondere an der Buddha-Lehre. Der Buddha versucht weder Selbst noch Welt zu verstehen, sondern er versucht, die Beziehung zu verstehen. Genau diesen Zusammenhang, diese Bedingtheit, die ich genannt habe, dieses Begehren, was zum Ergreifen führt, was dazu führt, dass wir die Dinge, die in unserem Erleben auftauchen, zu Sankharas machen, zu Gestaltungen, zu Daseinszubehör, ist jetzt meine neueste Lieblingsübersetzung, Daseinszubehör. Die Bedingung dafür ist eine grundlegende Unwissenheit darüber, dass wir es tun. Das heißt, die Lösung des Problems klingt sehr schwierig zu bewerkstelligen, weil wir das Problem ja offenbar gar nicht sehen, wenn die Ursache des Problems eine Blindheit dem Problem gegenüber ist. Deswegen gibt es ja auch so wenig Erleuchtete auf der Welt. Es gab schon immer in den spirituellen Strömungen und auch im Buddhismus, wenn die Lehre falsch verstanden wird und zu einem Buddhismus wird statt zur Praxis der Buddha-Lehre, den Versuch, dieses Ergreifen, dieses nach den Dingen greifen, um sie zum Daseinszubehör zu machen, zu lösen, indem das Objekt der Begierde, das Objekt des Ergreifens vernichtet wird. Und unter Ergreifen müssen wir verstehen, dass auch Ablehnung Ergreifen ist. Selbst wenn ich etwas nicht haben will, muss ich mich erstmal als jemand damit in Beziehung setzen, als jemand, der es nicht mag. Also Ergreifen ist sowohl mögen als auch nicht mögen. Alles, was ich hernehme, um mich zu bestätigen. Ich bin jemand, der das beurteilen kann, der das haben will oder ablehnt. Und es gab also genügend Strömungen, Asketen aller möglichen Richtungen, die also versucht haben, sich alles Mögliche zu verkneifen. Aber die Möglichkeiten des Ergreifens sind sehr vielfältig. Wir können sogar die subtilsten Formen der meditativen Zustände noch ergreifen. Wenn wir schon die Sinneswelt weit hinter uns gelassen haben, all die bunten Dinge in der Welt gar nicht mehr reizvoll finden, aber das Glück, was dann entsteht, hinterher. Das ist im Prinzip auch, was wir tun. Wir versuchen eben unabhängig davon zu werden, von diesen bunten Dingen, aber nicht, um sie uns zu entziehen, um dadurch das Ergreifen zu beseitigen, sondern wir tun es, um einen weiteren Horizont zu bekommen, um eine Klarheit zu bekommen, die es uns ermöglicht, den Zusammenhang zu sehen. Das Ergreifen können wir nur dann beseitigen, wenn wir die Wurzel dafür beseitigen, eben dieses Begehren. Es gibt noch eine andere Strategie, mit dem Daseinsdilemma umzugehen. Das ist nämlich, es einfach abzustreiten, zu sagen, da ist nichts faul dran. Dass ich mich immer als ich fühle, aber nichts vorweisen kann. Da ist nichts faul dran. Da gibt es schon irgendwie einen Gott oder gibt es schon ein tieferes Selbst oder ein höheres Selbst oder ein großes Selbst. Gibt es unterschiedliche Begriffe dafür. Ich muss es nur irgendwie finden, ich muss es nur irgendwie suchen. Kommt aber aufs Gleiche hinaus. Da ist dann die Identifikation dann mit irgendwelchen subtilen oder erhabenen Geisteszuständen, die jeweils das Beste sind, was man kriegen kann.
das vermeintliche Ziel. Dieses Ziel, subtile, erhabene Geisteszustände als höchstes Identifikationsobjekt herzunehmen, resultiert nach der Buddha-Lehre in einer Daseinsform, die dem Geisteszustand entspricht. Also irgendwelche Deva-Welten, die unter Umständen sehr langlebig sind, wo es bestimmt auch ganz nett ist, wo nichts wehtut, erstmal, die aber auch das Problem haben, dass da kein ewiges Ankommen gegeben ist, dass die auch mal wieder auseinanderfallen. Man sagt also, bestimmte Devas-Bereiche ab so einer gewissen Höhe, die haben also keinen Stress mehr. Nur kurz bevor ihre Lebensspanne abgelaufen ist, fangen sie an zu stinken und zu verwelken und ihre Gefährten wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Aber bis dahin ist es ganz nett. Ja, also man muss das Ergreifen beseitigen, indem wir an der Ursache arbeiten, an dem Begehren. Zweite edle Wahrheit. Und wie machen wir das? Vierte edle Wahrheit, der edle achtfache Pfad. Dieser edle achtfache Pfad besteht aus drei Teilen, aus Ethik, aus Weisheit und aus Samadhi. Samadhi wiederum unterteilt in Anstrengung, Achtsamkeit und Samadhi im engeren Sinne. Also Samadhi im weiteren Sinne ist die Geistesschulung, ist die Meditation, ist das, was wir hier machen. Ethik ist die Grundlage dafür, deswegen haben wir gesagt, das setzen wir noch einen drauf zu den fünf oder vier Ethikregeln, die wir immer einhalten, oder dreieinhalb, je nachdem, also hoffentlich alle fünf natürlich. Machen wir hier unter Retreat-Bedingungen noch was Besseres, machen wir acht daraus. Das Ergebnis der Geistesschulung Samadhi, was aus Anstrengung, aus Achtsamkeit und aus Sammlung besteht, ist Weisheit. Dass die sich gegenseitig unterstützen, ist, glaube ich, einzusehen. Wenn wir keine Weisheit haben, sehen wir keine Veranlassung, Ethik einzuhalten. Wenn wir Ethik als Fundament haben, dann kann Samadhi gut klappen, weil wir dann einmal die Bereitschaft haben, genau hinzuschauen. Wenn wir ständig damit beschäftigt sind, irgendetwas zu tun, was wir lieber verbergen würden, wo wir dann am Ende des Tages nicht mehr in den Spiegel gucken können, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir in der Meditation besonders tief kommen, besonders tief gucken können. Der zweite Grund, warum Ethik gut für Samadhi ist, das hatten wir jetzt ein paar Mal schon, nämlich Freude. Das freudige Herz gewinnt Sammlung, gewinnt viel schneller diese Ruhe, und Reuelosigkeit ist auch etwas, was zu dieser Freude führt, was eben sich letztendlich in der Sammlung niederschlagen kann. Manchmal glauben die Menschen, dass sie den Ethikteil auslassen können, denn irgendwann werden sie, wenn sie ganz kräftig meditieren und eine bestimmte Meditationsmethode ordentlich schrubben und viele Stunden, bis alles wehtut und so, dann irgendwann kommt der Stromeintritt, und wenn der Stromeintritt da ist, dann ist die Ethik automatisch geläutert, dann braucht man sich nicht mehr besonders reinhängen. Aber mein Vorschlag wäre, dass wir versuchen, mit unserer Ethik, mit unserer weltlichen richtigen Anschauung, dem Punkt möglichst nahe zu kommen, wo die Wahrheitsschau der vier edlen Wahrheiten, diese überweltliche richtige Ansicht entstehen kann, dass wir versuchen, da möglichst nahe hinzukommen. Es ist auf jeden Fall noch ein Sprung notwendig, ein Quantensprung, aber wir können das nicht aus den Startklötzen heraus schaffen. Wir müssen vorher schon ein bisschen uns bemühen. Weisheit. Es sieht wohl so aus, als ob wir schon mehrere Leben praktiziert haben, um in eine Position zu kommen, wo wir Gefallen dran finden, hier 8 Tage lang zu schweigen, nur 2-mal am Tag zu essen, keinen Fernseher zu schauen, kein Facebook. Die Gegend ist eigentlich auch ziemlich uninteressant, keine Berge, kein Meer. Und nach innen zu schauen. Das ist das, was Lumpur tun, ja, dass die grundlegende Weisheit genannt, die wir haben müssen, um überhaupt praktizieren zu wollen. Und dass wir alle, die wir hier sind, uns freuen können, dass wir wohl in früheren Leben oder vielleicht in diesem Leben mal was richtig gemacht haben, um diese grundlegende Weisheit mitzubringen, geerntet zu haben. Denn schaut euch doch mal um in der Welt. Wie viele Leute sind es denn, die den Weg zu innerem Frieden auch innen suchen?
Ich habe auch lange genug gebraucht, bis ich gedacht habe, schau doch mal nach innen, vielleicht ist da die Ursache für die Unzufriedenheit und die, ja, diese Unsicherheit im Dasein zu finden. Vorher habe ich alles andere ausprobiert. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, gutes Essen, Hobbys, Sport, Reisen. Gibt Menschen, die brauchen nicht so lange. Die bringen noch mehr grundlegende Weisheit mit, aber gut, irgendwann ist der Groschen gefallen. Das heißt jetzt nicht, dass alle von euch Mönche und Nonnen werden müssen. Wie ich schon sagte, ergreifen lässt sich nicht über das Objekt vernichten. Man hat auch als Mönch noch genügend Spielzeug beieinander zum Ergreifen. Und es geht darum, die Zusammenhänge zu verstehen. Das Zitat zum Abend aus der 6. Lehrrede in der mittleren Sammlung. Sollte ein Praktizierender wünschen, möge ich durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft hier und jetzt in die Gemütsbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfrei ist, eintreten und darin verweilen, dann soll er die Sittlichkeit erfüllen, sich der inneren Gemütsruhe widmen, die Meditation nicht vernachlässigen, Einsicht pflegen und in leeren Hütten wohnen. Ja, das machen wir im Prinzip gut. Die Hütte ist nicht ganz leer. Es ist mehr die innere Abgeschiedenheit dadurch, dass wir nicht miteinander kommunizieren. Mir ist so ein Wortspiel eingefallen von Sila zu Silentium zu Solitär. Sila, wie ich schon sagte, ermöglicht es uns, einen Spiegel vorzuhalten und zu schauen, was in uns vorgeht. Das Schweigen ermöglicht es uns, die sprachliche Gestaltung, Vitaka Vichara, Denken, zur Ruhe zu bringen. Und die innere Abgeschiedenheit, dadurch, dass wir nach innen gehen und nicht nach außen, bringt uns dem Nipapancha, dem Nicht-Weltausbreiten, näher. Dem Nicht-Ausufern, dem Nicht-Wuchern, Konzepte-Wuchern. Das ist ein Synonym für Befreiung, Nipapancha. Weltausbreitung ist wie wenn man sich so eine Yogamatte ausrollt und da seinen Platz drauf einnimmt. Das tun wir. Wir drehen den Spieß um. Wenn wir nach innen gehen, wenn wir zur Sammlung gehen, dann ist das genau die Gegenrichtung zu dem Ausbreiten, zu dem Papancha. Ja, ich wollte auf ein paar Grundprinzipien der Meditation eingehen, denn der Buddha hat keine Meditationstechniken gelehrt. Auch wenn verschiedene Meditationslehrer behaupten, er habe es getan, und zwar habe er genau die Meditationstechnik gelehrt, die sie jetzt lehren. Er hat auch nicht Vipassana eingetragenes Warenzeichen gelehrt. Vipassana hat mit einer Meditationsmethode überhaupt nichts zu tun. Vipassana ist das Ergebnis, Einsicht und nicht nur der formalen Praxis. Diese Einsicht kann bei 5 Anlässen, habe ich ganz am Anfang des Retreats erklärt, wenn wir da mal lehren, da mal hören, da mal kontemplieren, also drüber nachdenken, rezitieren oder meditieren. Diese 5 Möglichkeiten gibt es. Vipassana, die Einsicht, die uns zum Durchbruch befähigt zu haben. Der Buddha hat Rahmenrichtlinien gegeben zur Meditation. Er hat gesagt, der Thronsitz zum Beispiel als äußere Haltung und was das im Einzelnen bedeutet, mag für jeden unterschiedlich sein. Aber es bedeutet auch, dass wir zu diesen Rahmenrichtlinien noch persönliche Anleitung brauchen. Das heißt, wir profitieren von den Erfahrungen, die andere gemacht haben, die wiederum davon profitieren, dass andere vor ihnen Erfahrungen gemacht haben. Wenn wir uns die Anapanasati-Sutta anschauen, da steht es drin, dass der Buddha zwar anwesend war und was über Anapanasati erzählt hat, aber dass erfahrene Bhikkhus andere Bhikkhus in der Meditation angeleitet haben. 20, 30, 40, 50. Das gab es damals schon. Selbst als der Buddha noch anwesend war, war diese persönliche Betreuung durch andere Bhikkhus zusätzlich notwendig. Also die Rahmenrichtlinien, die der Buddha gesetzt hat, er hat nicht gesagt, du solltest jetzt den Atem nicht an der Oberlippe, sondern auf der Bauchspitze beobachten, weil er eben für alle gelehrt hat. Rahmenrichtlinien, die Allgemeingültigkeit haben. Gut, wir haben
zum Teil, sodass die einen ganz speziellen Horizont, eine spezielle Sichtweise ansprechen. Aber im Großen und Ganzen können wir alle von den Suttas profitieren. Aber wir brauchen dann noch irgendwie diesen Rahmen, dieses Skelett, ist noch ein bisschen Fleisch dazu. Aber der dritte Faktor ist, das habe ich ja schon erwähnt, eure eigene Verantwortung, eure eigene Kreativität, eure eigene Findigkeit im Umgang mit diesen Werkzeugen, die ihr da bekommt. Schauen, was taugt mir. Auch da flexibel sein. Zwei Bestandteile sind notwendig. Ruhe und Einsicht. Meditation, die zur Stille führt, und Kontemplation. Dass die beiden Sachen gar nicht voneinander getrennt sind, habe ich auch schon gesagt. Also wir richten unseren Fokus mehr auf das Untersuchen, das Nachbohren oder auf das Ruhen. Das sind die beiden Bestandteile. Man kann das nicht an einer bestimmten Technik festmachen. Je nach Veranlagung. Ajahn Chattamlo zum Beispiel, der wird sehr ruhig, wenn er über verwesende Leichen meditiert. Andere werden eher aufgewühlt, werden zur Dringlichkeit angestachelt. Das ist das, was mir persönlich an der thailändischen Waldtradition, in der ich ordiniert worden bin, so imponiert und so gut gefällt, ist die vielfältigen Anregungen, die ich da bekommen habe von Meditationsmeistern, die auch jeweils kreativ umgegangen sind und ja, originelle Vorschläge gebracht haben. Thanpo Li zum Beispiel, der große Meister der Atembetrachtung, der hat Systeme entwickelt, wo man dann den Atem am Hinterkopf beobachtet und an den Fingerspitzen, und also mehrere Systeme, die ja einen erstmal aufrütteln und sagen, ja, Moment mal, der Atem ist doch hier. Nein, das habt ihr vielleicht, hoffe ich jedenfalls, inzwischen alle erfahren, dass wir das subtile Windelement, das Pulsieren der subtilen Empfindungen im Körper überall spüren kann, im Rhythmus des Ein- und Ausatmens. Lungpa Sangwan, der hat mal in einem Vortrag was gesagt, was ich schon immer irgendwie so eine Intuition hatte, so eine Ahnung, aber mich nie getraut habe, es so zu sagen. Nämlich, er hat gesagt, bei der Sammlung ziehen sich die fünf äußeren Sinne in Mano, in den Geistsinn zurück. Das hat mich letztes Jahr bei einem Vortrag dazu inspiriert, zu dem Gleichnis von der schwabbeligen Masse mit den Tentakeln. Ich weiß nicht, ob da jemand da war bei dem Vortrag. Lungpo Dun, ein Meister, von dem ich nur gelesen habe, der also schon vor meiner Zeit als Praktizierender nibbanisiert hat, der sprach von den Verhaltensweisen des Geistes und dass man die Leerheit zwischen Auge, Ohren, Nase, Zunge und Körper beobachten soll. Das sind sehr unkonventionelle Sprüche, aber für den einen oder die andere mag das eine Inspiration sein oder irgendwie so einen Anstoß geben. Denn die Dinge, die stattfinden, wenn wir in die Sammlung, wenn der Geist ruhig wird, da kann man nichts drüber sagen. Denn wenn Vitakka Vichara, die Ausdrückbarkeit, die Denkbarkeit zur Ruhe kommt, dann gibt es keine Konzepte mehr darüber. Ajahn Dann hat den Spruch geprägt, Samadhi hat keine Schilder. Also alles, was man darüber sagen kann oder was jemand sagt, der authentisch ist in seiner Praxis, das sind Fingerzeige. Das sind verbale Krücken, um das schwer Ausdrückbare irgendwie greifen zu können. Aber letztendlich verstehen können das nur diejenigen, die einen ähnlichen Weg gehen. Eins meiner Hobbys sind die christlichen Mystiker, also Meister Eckhart. Der wird von Buddhisten viel besser verstanden als von Christen heutzutage. Und zu seiner Zeit wahrscheinlich auch. Die wollten ihn ja verbrennen. Einen ganz wichtigen Input haben wir damals bekommen, 2009, als Kuchan Don bei uns war. Und einer fragte, ja, wie soll ich mich auf mein Meditationsobjekt fokussieren? Und er sagte, nicht fokussieren. Und wir, was, wie? Ich dachte, er soll sich konzentrieren. Aber er verwendete ein Wort auf Thai, ja, Penglei. Und das bedeutet auch, man soll nicht starren. Man soll nicht auf seinem Meditationsobjekt starren, hinkrallen. Denn wenn wir das tun, dann tun wir ja auch schon wieder eine gewisse Form von subtiler Gewalt. Wenn wir uns auf ein Objekt sammeln wollen, auf den Atem oder auf die Elemente oder auf eine Kontemplation, was auch immer,
Wir müssen unser gesamtes Erleben zulassen. Wir dürfen das, was am Rand ist, was nicht dazu gehört, nicht hassen. Hass ist eines von den fünf Hindernissen. Ich glaube, morgen ist das dran. Was uns blind macht und was uns auch die Sammlung versaut. Das heißt also, wenn wir mit Abneigung versuchen, irgendwie Sammlung zu erzielen, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Nicht starren. Also meine eigenen Worte wären jetzt, sich in die Mitte ziehen lassen und die Peripherie aber nicht wegdrängen, sondern einfach nur kein Interesse mehr dran haben, statt wegwünschen oder wegdrängen. Ich habe mal in einem Meditationsbuch ein Gleichnis gelesen, Achtsamkeit sei so wie der Torwächter einer großen Stadt, die mit einer Mauer umgeben ist und dieser Torwächter verhindert, dass bestimmte Leute reinkommen. Ja, da ist wieder diese subtile Aversion dabei. Das Torwächtergleichnis gibt es auch in den Suttas. Aber da ist es ein bisschen anders. Das Torwächtergleichnis in den Suttas, da ist der Torwächter einer, der genau aufpasst, wer rein und raus geht. Aber niemanden davon abhält, einzutreten. Das ist ein Unterschied. Wir versuchen auch nicht, irgendwie die fünf äußeren Sinne abzuschalten. Manchmal liest man oder bekommt man so den Eindruck, als ob dann in Jhana dann sind die fünf Sinne abgeschaltet, die äußeren Sinne. Und nachdem wir irgendwie Stress haben mit dem, was so um uns herum passiert, möchten wir das alles am besten weghaben, am besten abschalten. Und dann beißen wir die Zähne zusammen und meditieren von Montag bis Freitag und am Samstag kriegen wir dann die Belohnung, da werden dann die Sinne abgeschaltet. Was das sein soll, ob es dann dunkel wird, schwarz oder ob es dann weiß oder durchsichtig wird, sagen diese Bücher nicht. Aber die Sinne werden in den Jhanas nicht abgeschaltet. Was abgeschaltet wird, sind die Karma-Vitakas, die Wunschgedanken. Das heißt, dass die Betätigung der Sinne, das Objekt unserer Sinne, ist nicht mehr Karma-Vitaka, sondern ist Rupa, ist eine Form, ist ein Meditationsobjekt. Dem wir dann ruhen. Wir springen dann nicht mehr hin und her. Aber die Sinne sind nach wie vor noch aktiv und wir können auch durchaus von außen noch einen Input bekommen, der möglicherweise, wenn unsere Sammlung nicht stark genug ist, uns da wieder rausreißt. Es gibt Zustände, wo die Sinne abgeschaltet sind, aber das ist wirklich ziemlich weit entfernt. Also für mich jedenfalls die Formlosigkeiten sind jenseits meiner Reichweite, darum will ich da auch gar nichts weiter drüber sagen. Aber was wir versuchen, ist auch nicht Einspitzigkeit im Sinne von One-Pointedness, liest man es immer wieder, weil ein Punkt hat keine Dimension. Wir versuchen, einen Platz einzunehmen. Ekagata Akka bedeutet Versammlungsort auch. So wie im Deutschen ja auch der Gipfel der G7 oder G9 oder wie viele Staaten oder Gipfel, ne? Das ist eine Versammlung auf hoher Ebene. Und genauso ist es auch Ekagata, ist eine Versammlung. Unser Geist sammelt sich auf hoher Ebene, auf einem Platz, der frei ist von unheilsamen Dingen, auf einem Platz, der frei ist von Karma, von diesem Hin- und Herspringen, von diesem Wünschen. Dies und jenes ständige Vergleichen, das, was ist, nicht gut genug, das ist Karma. Davon ist dieser Versammlungsort oder Sammlungsort frei. Das ist das, wo wir hinwollen. Und da kommen wir nicht hin, indem wir eben Sachen, die nicht dazugehören, verdrängen wollen, sondern indem wir Sachen, die nicht dazugehören, loslassen. Loslassen bedeutet das Vipassana, Schauen, Einsicht, die Achtsamkeit, kein absichtsloses Hinglotzen ist. Wir brauchen schon auch das Verständnis, was heilsam ist, was unheilsam ist. Und das Unheilsame lassen wir los. Loslassen unterscheidet sich von Verdrängen oder Wegschieben wollen, dadurch, dass wir es nicht hassen, sondern einfach ernüchtert sind, kein Interesse mehr haben, weil wir etwas Besseres gefunden haben. Schönes Gleichnis von dem Kind mit dem Dreirad. Da kann ich mich selber noch dran erinnern, als ich dann mal ein Kinderfahrrad gekriegt habe.
da habe ich dann mein Dreirad nicht gehasst deswegen, sondern ich habe es einfach losgelassen. Das hat mich nicht mehr interessiert. Ich hatte ja jetzt ein Fahrrad. Meine Mutter hat mir neulich erzählt, als ich das Fahrrad bekommen habe vom Weihnachtsmann, da war das in so einem großen Sack und ich hatte schon Geschenke bekommen. Mein Opa, der war immer der Weihnachtsmann, der verschwand dann immer. Das fiel mir dann, glaube ich, mit 5 auf, dass der Opa nie da ist, wenn der Weihnachtsmann kommt. Ja, der gab mir also Geschenke und dann sagte er, ja, und dann gucken wir, da ist noch ein Sack vor der Tür und dann gucken wir, ob da noch was ist für dich. Und ich habe gesagt, ach, ich will gar nichts mehr, ich habe schon so viel bekommen. Also das Asketische ist mir damals wohl schon auch irgendwie vertraut gewesen. Past Life Conditioning. Ja, und in dem Sack war dann eben dieses Fahrrad mit so Stützrädern. Da habe ich dann das Dreirad losgelassen, nicht verdrängt. Und später, als ich dann damit auch ordentlich fahren konnte, habe ich dann noch die Stützräder losgelassen. Den Lenker habe ich nicht losgelassen. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal von Gleichgewicht, von Balance zwischen verschiedenen Faktoren gesprochen und dass ihr eben gucken müsst, wo für euch die richtige Mischung ist. Da gibt es noch ein anderes schönes Gleichnis, das Gleichnis vom Goldläutern, was eben mit der Samadhi-Praxis verglichen wird. Und um Gold zu läutern, also um reines Gold aus dem Unreinen rauszutrennen, muss man es erhitzen, abkühlen und beobachten. Und was wann angesagt ist, ja, darin liegt die Kunst des Goldläuterns eben. Erhitzen, also mit Feuer, und abkühlen mit Wasser. Und genauso ist es auch mit der Samadhi-Praxis, also da muss man erhitzen, abkühlen und zuschauen. Das Zuschauen ist der Gleichmut, also dieses unbeteiligte, unverurteilende Beobachten. Wobei das Wort OPK, Gleichmut, bedeutet genau hinschauen. Also das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist nicht interessiert, will damit nichts zu tun haben. Ist schon wieder eine subtile Form von Abneigung. Gleichmut heißt genau hinschauen. Das Erhitzen ist das Aufbringen von Energie. Das Abkühlen ist der Fokus, das sich zur Mitte hin driften lassen. Und der Buddha hat dann gesagt, ja, wenn eins zu viel ist, dann funktioniert die Praxis nicht. Wenn zu viel Gleichmut ist, dann passiert nichts. Dann schauen wir an, ah, sind die Gläser wieder, hallo. Wenn zu viel Energie, dann werden wir rastlos. Und wenn zu viel Fokus ist ohne Energie und die anderen, dann werden wir einfach schläfrig. Ja, und wann ist jetzt was angesagt? Da muss ich den Ball wieder in eure Hälfte spielen und sagen, müsst ihr selber gucken. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte zu dem, was so passieren kann, wenn der Geist stiller wird. Das bekannte Phänomen, dass der Körper verschwindet, habe ich schon angesprochen. Dass der Körper erst in der vierten Vertiefung oder eigentlich erst in den Formlosigkeiten tatsächlich verschwindet. Und vorher verschwindet vielleicht die Achtsamkeit oder vielleicht die Weisheit darüber zu wissen, was überhaupt der Körper ist. Ich sage es hier nochmal, der Körper ist die Summe aller Daten, die wir bekommen über alle Sinne, inklusive des Geistsinnes, über das Hier des Erlebens. Also solange ich noch meine, ich bin hier, ist der Körper noch da in irgendeiner Form. Dass sich diese Form, dieses Erleben des Körpers auf dramatische Weise ändern kann, habt ihr vielleicht schon gemerkt, also wir haben angefangen mit dem Hintern auf dem Kissen und plötzlich haben wir lauter fusselige kleine Vibrationen im Körper und das kann auch nur weitergehen, also dass sich das alles sehr dünnflüssig und in Rauch auflöst und so weiter, das ist alles möglich. Oder dass sich der Körper plötzlich ganz anders anfühlt, dass so die Proportionen, die wir normalerweise, ist ja Proportionen von unserem Körper, ist ja letztendlich nur ein Konzept, was bestimmte Berührungsempfindungen, hauptsächlich Erdelement, in Beziehung setzt. Und wenn sich das alles plötzlich auflöst und verschiebt, dann kann es sich so anfühlen, als ob ihr plötzlich 5 Meter hoch seid. Also ich hatte es schon erlebt, dass ich gedacht habe, hoppla, wenn ich jetzt die Augen aufmache und runterschaue auf den Boden, dann wird mir schwindelig. Oder dass sich so anfühlt, als ob der Kopf plötzlich auf den Knien sitzt, dass da das Mittelteil irgendwie nicht mehr so manifest ist. Oder als ob der Körper das Rotieren anfängt. Gibt's alles.
ja, einfach zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, das ist das hier des Erlebens, das ist der Körper, so ist es, so ist er halt jetzt. Je mehr wir Erfahrung damit haben, dass sich das Körpererleben nicht so statisch darstellt, wie wir es immer so haben, also dieser Anatomieatlas, dieser innere, der ist weg. Oder kann man sich dran gewöhnen, das kann man sogar ganz lustig finden, also kein Grund zur Aufregung jedenfalls. In der Meditation geht es jedenfalls nicht um irgendwelche Wahrnehmungen irgendeiner Art. Es geht auch nicht darum, ob der Atem schön wird oder nicht schön wird. Oder es geht auch nicht darum, dass irgendwelche Leuchtpunkte erscheinen oder nicht erscheinen, irgendwelche Nimittas. Meditation ist mit Wahrnehmungen verbunden, ganz sicher. Und es sind auch andere Wahrnehmungen, als wir sie normalerweise haben, auch ganz sicher. Ich kenne nur eine einzige Lehrrede, wo der Buddha überhaupt darüber spricht, über das Thema Wahrnehmung während der Sammlung. Aber ich kenne sehr viele Lehrreden, wo der Buddha über den Wahrnehmungsmodus spricht oder über Gefühl. Gefühl ist, kommt vor Wahrnehmung. Gefühl ist allgemeiner als Wahrnehmung. Gefühl ist das, was die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, konditioniert. Darüber spricht der Buddha sehr oft. Und das hat, glaube ich, Paul Debes Himmelsleiter genannt, oder einer seiner Schüler, weiß ich jetzt nicht genau. Der Begriff stammt zwar nicht aus den Suttas, aber ich finde ihn irgendwie ganz zutreffend. Das ist eine Abfolge, kann man sich leicht merken, dreimal P, zweimal S, P, 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 S, S, Pamoja, Piti, Passati, Sukha, Samadhi. Das ist die Abfolge, die bei jedem gleich ist. Und Samadhi habt ihr erkannt, das ist das letzte, die letzte Wahrnehmungsmodus. Und das erste, Pamoja, heißt auf Deutsch Freude. Und jetzt ist vielleicht klar, warum wir jetzt schon mehrmals dieses Thema hatten, dass wir eine Meditation beenden oder noch besser beginnen mit Pamoja, mit Freude. Und wenn wir keine Freude haben, etwas tun, dass wir welche bekommen. Weil sonst brauchen wir uns gar nicht hinzusetzen zur Meditation. Aber haben wir nichts zu erwarten. Von dieser, wenn wir uns hinsetzen mit, so, jetzt mache ich meine Pflichtübung und irgendwann bin ich dann erleuchtet. Funktioniert nicht. Meditation muss also Spaß machen, ist vielleicht jetzt ein unangemessenes Wort, aber irgendwie, ja doch, Freude soll es zumindest machen. Mit dieser freudigen Einstellung ist es dann sehr leicht, im Hier und Jetzt in diesem Körper zu sein. Und wenn wir es schaffen, den Atem im ganzen Körper zu beobachten, dann sind wir wirklich nur noch so ein kleines Schrittchen davon entfernt, im ganzen Körper Piti zu empfinden. Dieses angenehme, wohlige Gefühl, was Ajahn Chattamolo mal die Wegzehrung des Geistes genannt hat. Ein wunderbarer Begriff, Wegzehrung, weil ab da wird es nämlich fast automatisch. Also da ist so viel Schwung drin, dass dann fast automatisch der nächste Zustand kommt, nämlich Passati, Gestilltheit. Eine Wunschlosigkeit, ist alles da, wir brauchen nichts anderes. Es ist was Besseres als dieses, was uns die fünf Sinne zu bieten haben, ständig rumzubasteln. Gut, diese Wunschlosigkeit, diese Gestilltheit in Körper und Geist, Passati. Und der nächste Zustand, Sukha, ist ein inneres Wohlerleben. Und das ist auch der Grund, warum wir, auch wenn wir nur so ein bisschen Stille und Kühle in der Meditation erleben, es genießen sollen, auskosten sollen, zufrieden sein damit, die Wunschlosigkeit, dieses Glück kennenlernen, dann zieht es einen in Samadhi rein. Nicht im Buch nach, habe ich aber gelesen, jetzt kommt als nächster Schritt dieses und jenes. Ist tödlich, ist ein Killer. Das ist genau das Gegenteil von Passati, das ist das Gegenteil von Sukha. Da ist keine Gestilltheit dabei, da ist kein Glück dabei, das ist eine Unzufriedenheit. Unsere Meditation ist immer gut. Es gibt keine Bad Sits, es gibt keine schlechte Meditation. Selbst wenn wir rastlos sind und uns kaum auf dem Kissen halten können, weil wir glauben, jetzt fliegt mir gleich der Deckel hoch, war es eine gute Sitzung, weil dann haben wir zumindest an dem Energiefaktor Beharrlichkeit gearbeitet, Geduld. Ist vielleicht nur ein kleinerer Trost, aber auch darüber können wir uns freuen, dass wir gesagt haben, okay, ich habe nicht aufgegeben. Heute habe ich so viel Stress in der Arbeit gehabt, es war nicht so ruhig und nicht so friedvoll wie sonst, aber
ist trotzdem was passiert in meiner Praxis. Darüber kann ich mich freuen. Und dann bin ich wieder am Anfang von PPPSS. Pamota, Piti, Passati, Sukha, Samadhi. Freude, Verzückung oder, naja, Piti ist ja schon fast Dhamma, Neudeutsch. Gestilltheit, Glück und Sammlung. Also, es kommt darauf an, nicht was wir sehen. Also wir müssen nicht irgendwelche grauen Punkte mit schwarzem Kern sehen. Wir müssen auch keine Nimittas oder Lichter oder sonst irgendwas, sondern es kommt darauf an, wie wir sehen. Meditation heißt ja auf Pali Bhavana. Bhavana heißt Entfaltung. Wir entfalten nicht nur Sammlung, wir entfalten eine ganze Menge von heilsamen Qualitäten, die wir alle brauchen können, um den achtfachen Pfad zu praktizieren, der dazu führt, dass wir Begehren rausreißen können, indem wir die Zusammenhänge verstehen. Und um diese vielen Dinge zu entfalten, brauchen wir auch verschiedene Werkzeuge. Wir entfalten diese heilsamen Qualitäten auf unterschiedliche Weise, nicht nur, indem wir auf den Atem achten, sondern zum Beispiel auch, indem wir achtsam durch Türen hindurchgehen. Viele verschiedene Methoden, aber der Geschmack der Herzensentfaltung ist immer einer. Prima.